Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project Zomboid mit Pausenklaus. Hallöchen. Und dem Astreiter mit dem Brett. Mit dem Brett in der Hand. Hallo, recht herzlich willkommen. Ja, wir sind am Survivalen. Er macht da Schlagübungen mit dem Golfschläger oder was? Das ist ein Holzspeer. Ich habe mir einen Holzspeer gebaut. Okay. Echt? Ich will auch. Okay, ich habe jetzt irgendwie nicht so das Material, dass ich was machen kann. Was lacht? Ach, das ist eine Lampe von außen, ne? Hier am Gebäude, oder wie ist das? Genau so ist es. Mhm. Haben wir denn hier schon alles entdeckt so, oder? Ich gehe irgendwie total langsam. Warum? Was habe ich denn wieder für ein Problem hier? Schwer beladen. Ach, schwer beladen. Okay, dann gehen wir mal gleich an der Kiste und laden aus. Also hier ist Hammelkotelett. Pfanngericht. Da kann ich noch Zwiebeln hinzufügen. Die Bratpfanne, die tue ich da auch rein. Die brauchen wir mehr zum Kochen als zum Schlagen. Da. Obwohl, das hält länger, ne? Das feuchte Badetuch kommt auch weg. Ja, die Gießkanne voll, die tue ich da auch rein, oder? Nehmen wir die als Trinken mit. Hosen sind zwei da. Was haben wir denn jetzt noch so? Jetzt habe ich es kaputt gemacht, oder was? Jetzt kann ich keine Zwiebel mehr reinlegen. Oder sind die kaputt gegangen? Ich hätte die kaputt gemacht. Ist das so schwer aus der Pfanne die Zwiebeln rauszunehmen? Okay. Ich bin immer noch schwer beladen, toll. Also irgendwie brauchen wir. Ich muss wohl die Gießkanne wegtun, damit ich nicht schwer beladen bin. Irgendwie braucht man was, wo man was braten kann. Also ein Herd wäre nicht schlecht. Die Gießkanne geht da nicht mehr rein, oder was? Das ist ja auch super. Zweite Kiste. So, ich stelle gerade ein Lagerfeuer-Kit her. Oh, geht. Ach, da kann man bestimmt braten, genau. Pausenklaus, unser... Hä? Holzfäller. So. Sehr schwer beladen, steht da immer noch. Was habe ich denn so vieles mit, dass es so schwer ist? Muss mal gucken, was vielleicht ganz schwer ist, was du vielleicht weglegen kannst. Ja. Hat jemand Hunger jetzt noch? Ich bin etwas hungrig, aber das hält sich in Grenzen. Ja, oh, die kann Holzkohle ich dir mal wiegt 8 Kilo, wow. Hier, ein paniertes Würstchen am Stiel. AKA Corn Dog. Willst du nicht haben? Was? Hier hinten. Moment, ich komme. Ah ja, oh ja, das ist super. Danke. Vor allem, das muss man nicht kochen, das ist das Gute. Essen ein Viertel. Ja, perfekt. So, geht so, jetzt habe ich Lagerfeuermaterialien im Inventar. Okay. So, wenn ich jetzt rechts... Habt ihr meine Sachen mitgenommen? Nee, das ging nicht, weil du bist quasi direkt danach als Zombie aufgestanden. Ja, da sind wir weg. Genau, da sind wir besser weggegangen, genau. Ach ja, ihr Weicheier. So, jetzt habe ich Lagerfeuermaterialien, aber ich weiß nicht... Hast du... Weiß nicht, was ich damit tun soll, wenn ich da rechts drauf klicke. Draußen gehen oder sowas? Du musst ins Crafting-Dings und dann musst du wahrscheinlich unter Survivalist Lagerfeuer-Kit herstellen. Ja, das hat er ja gemacht, oder? Ja, genau, das habe ich ja gemacht. So, dann hast du es bestimmt im Inventar, oder? Genau. So, dann gehst du nach draußen. Dann musst du nach draußen gehen, da vielleicht geht das drinnen nicht. Ah, ist das so eine Industriehalle? Ja, kann man alles machen, ich weiß. Vielleicht brauchst du auch eine Tonne oder sowas. Nö, nee, kann man nichts mehr tun. Kann man ich nichts kann's fallen tun. Lassen. Mach mal. Primär ausrüsten kann ich. Lass mal fallen, vielleicht geht's. Ja, vielleicht kann das ein anderer nur von uns, der da die Ausbildung für hat, ein Feuer zu machen. Ja, er will's nicht abgeben. Ach, hier. Muss man das primär ausrüstet? Kann man es dann irgendwo hinsetzen? Mach ein Feuer. Geht? Ja. Du das ausrüstest, oder was? Ja, jetzt kann ich ein Feuer machen. Wo soll ich's hinmachen? Warte, ich hol schon mal die Bratpfanne, ich hab Hunger. Wo soll ich's Feuer machen? Ja, erstmal alle essen holen. Ich mache in der Zeit noch mal ein bisschen mehr von den Lagerfeuerkits, würde ich sagen. Ja, sollen wir das hier so ruhig in die Mitte machen, am besten hier drinnen? Weil es könnte sein, dass Zombies das entdecken. Dann. Ja, probier doch mal, ob das jetzt in der Industriehalle trotzdem geht. Ja, der macht hier was. Der arbeitet. Oh, hier steht Lagerfeuer. Wo ist denn die Bratpfanne jetzt in der anderen Kiste? Die Bratpfanne, ich habe eine mit Hammelkotelett, aber das ist meine.
Ich habe auch eine, okay. Mm. Wo ist, machst du das Feuer jetzt hin? Das Feuer ist hier schon. Wo bist du denn? In der Halle. Ich höre irgendwo einen schreien, der sich verletzt. Nein. Ach, da ist das Feuer, okay. Keiner hat sich verletzt. Du hast wieder... Dingens, wie, sag schon. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich hab's primär ausgerüstet und dann... Dann ja, dann ging's. So, Brennstoff hinzufügen mache ich jetzt erstmal. Ah, so, okay, ja, so, perfekt, okay, alles klar, ja, hab ich verstanden, geht bei mir jetzt auch. Ausrüsten, dann kannst du Rechtsklick auf den Boden machen. So, jetzt machen wir das Feuer an, oder? Lagerfeuer platzieren, dann kannst du da es. Da ist es an. Oh, juhu, nicht verbrennen. Wir haben ein Feuer. So, wenn ich jetzt reinlaufe, ist nichts passiert. Es blinkt rot auf, oder es wird rot langsam, die Pfanne. Ja, ich sehe. Wahrscheinlich musst du warten, bis es grün ist. So, dann macht's aber ja Sinn. Oder steht unten kocht, das dauert ja ewig. Die anderen Gerichte, hier wären noch Hackfleisch-Patty. Und so. Oh, ist breitend. Wer, du oder was? Nein, auf dem Boden. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin da weggegangen. Durchs Feuer wahrscheinlich durch, ne? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja eine Industrie. Es wird mehr, du hast recht. Ich glaube, es ist doch besser, man macht's draußen, ne? Oh, oh, es brennt auch neben mir. Ich glaube, ich gehe mal weiter weg. Ich glaube, kann sein, dass die Halle, ich glaube, die Halle brennt gleich. Wo ist die Gießkanne? Die steht hier unten mit Wasser. Ich mach das Feuer mal aus, ne? Wenn das geht. Ich nehme mal die Lagerfeuermaterialien. Und die Pfanne. Knolle, du brennst. Oh! Oh! Kann man sie auch irgendwie ausmachen? Oh, du musst dich im Dreck wälzen. Oh, ich brenne auch. Shit. So, ist ausgegangen. Shit, ich brenne auch. Warum? Warum kriegt das Feuer nicht aus? Guck mal, das vermehrt sich hier draußen auch. Ich hab's ausgemacht. In der Halle ist es aus. Habt ihr das aus? Was jetzt hinmachen? Das ist jetzt die Frage. Ja, müssen wir draußen machen. Müssen wir draußen machen. Irgendwo, wo man nicht hier so auf dem Rasen oder sowas. Keine Ahnung. Ich würde das ja hier am Gras machen, würde ich das ja machen, ne? Dann brennt das ganze Gras und dann brennt der ganze Wald. Ja, aber der Ruf hat doch auch gebrannt, oder? Ja, dann machen wir das hier oben auf dem Bürgersteig oder was? Ja, irgendwie so. Also, das müssen wir noch üben, ne? Was habe ich denn jetzt hier? Stark verletzt? Das habe ich aber allerdings auch. Kritische Verletzung, verbrannt. Das Feuer, ne? Todesqualen, Geschwindigkeit und Genauigkeit stark reduziert. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin verbrannt. Kann man bandagieren? Ich habe keine Bandagen. Geht nicht bandagieren bei mir auf jeden Fall. Tödliche Verletzung, oh, oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Ich glaube, das war's. Ich krieg wieder weniger Leben. Okay, dann hol ich mal meinen Speer raus. Wo ist Knolle? Knolle, wo bist du? Ich bin in der Halle. Okay. Weiß gleich, bin ich tot. Ja. Komm her. Und tot. Noch ein Tick. Boah. Ah, medizinische Untersuchung kam zu spät, shit. Na, jetzt stelle ich wahrscheinlich den Tod fest, wa? Verbrannt steht da. Linkes Schienbein verbrannt. Tödliche Verletzung, super. Ja. Okay, ich versuche mal alles zu plündern, was der Knolle hatte. Da ist nämlich ganz viel drin. Ja, das weiß ich auch noch. Oh, ich bin auch tot. Oh, super. Pausenklaus, viel Spaß noch. Ne? Oh, das hat ja gut geklappt. Ich habe 22 Stunden überlebt. Ich glaube, das mit Feuer spielen wir jetzt nicht mehr rum. Ne? Wie weit ist denn das Essen in der Pfanne gewesen? Nicht so weit. Ich habe keine Ahnung. Supi. Das war nicht mal zur Hälfte gekocht. Da müssen wir uns wohl was anderes aussuchen, ne? Das würde ich auch sagen. Das war nicht die beste Idee. So. So, dann wieder neuen Namen eingeben. Das war Nummer 4. Und jetzt bin ich wieder irgendwo, wo keiner weiß, wo er hin muss, ne? Das ist die Endzeit. Ich habe eben auch nicht gespeichert, fällt mir gerade so auf. Ich habe es zum Glück gespeichert. Das passt soweit.
Was dir schon Zombie drin? Ja, ist ja ganz toll. Merkt euch, spawn nicht da, wo ein Zombie ist. Tschüss, soll ich jetzt diesmal Feuerwehrmann nehmen? Ich glaube, ich nehme diesmal Handwerker. Hier ist eine Hundehütte. Oder Arzt. Shit. Ich glaube, momentan wäre Arzt gar nicht schlecht, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Ach, schwach ist nicht gut, glaube, ne? Nee. So, ihr seid auf jeden Fall beide bisher noch nicht aufgestanden. Nee, das ist klar. Auch keiner ist Zombie geworden. Wahrscheinlich, weil keiner infiziert ist, ne? Irgendwie. So, ich bin jetzt erstmal im Haus, wo es sicher ist. Sagt er und geht ins Badezimmer, wo zwei Zombies sind. Okay. Es wird immer besser. Aluminium, oder? Das nehme ich mit. So, 11 Minuten haben wir. Okay. Eine Bratpfanne. 12 Minuten. Ein Teekessel kann ich mitnehmen, das ist doch gut. Nudelholz, ja, das habe ich mal eine ordentliche Waffe. Also jetzt kann mir auch kein Zombie mehr was. So, jetzt habe ich mal einen gemacht und fertig. Also den wollte ich noch speichern, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich nach oben gehe, sind da auch Zombies. Ah, hier ist ein Bücherregal. Ist aber nicht Sonne. Ja. Blatt Papier, Magazin, das nehme ich erstmal mit. So, jetzt gucke ich, wo ich bin. Die Endzeit hat begonnen. Tischlein für Meister. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. Ja, wie man gesehen hat, ne? Man merkt es immer wieder. Make-up. So, ich hab euch auf jeden Fall vollständig geplündert. Alle Sachen sind gesichert, inklusive Bratpfanne. Okay. Okay, dann ist alles gut. Die Bratpfanne sicher ist. Ich meine, ist ja egal, wenn wir jetzt gestorben sind. Die Bratpfanne ist sicher. Naja, Sterben hat halt auch so seinen Vorteil, ne? Ja. Wir kriegen auf jeden Fall immer eine Hose, ein paar Schuhe und ein Pullover. Das denkt sich der Pausenklaus. Oh, warte mal. Wer ist das da? Hallöchen. Hey, du bist im gleichen Haus wie ich? Das gibt's ja gar nicht. Warte, geh nicht ins Badezimmer. Also geh nicht hier in die Tür rein. Hier links nicht? Ich dachte gerade, nee, da kannst du reingehen. Da geht's raus. Rein. Okay, so. Da geht's raus. Hä, was ist das denn? Da steht ein Name. Okay, hier geht's raus. Gut, sollten wir durchs Fenster gehen oder was? Ja, durchklettern, nicht kaputt schlagen. Ich war hier oben in dem Haus. Oh, den Grill nehmen wir mit, dann können wir vielleicht Feuer machen ohne Gefahr. Kann man den mitnehmen? Weiß ich nicht. Ja, so hier zu Barbecue-Info steht da. Nee, kann man leider nicht. Nee. Aber es gibt eine Barbie für Brennstoff ohne 0 Minuten. Aha, da kommt die Holzkohle wahrscheinlich rein. Vielleicht sollten wir. Aber das ist jetzt genial. Vielleicht sollten wir uns ein besseres Lager suchen. Oder einen besseren Ort suchen, wo wir. Also ich meine, das Haus hier ist ja ganz schick, ne? Da sind zwei Zombies. Zwei Zombies, ja. Und wie sieht's in der Umgebung aus? Da oben bin ich, glaube ich, drin gespawnt, wenn ich. Hier unten, weiß es schon hier unten ist kein Zombie draußen. Weil wo bist du? Ich bin unter links auf dem Weg jetzt von dem Haus. Wo bist du? Ah? Da. Oh. Ich bin noch hinter dir. Ja, gehen wir. Da links ist ein Zombie, sehe ich. Links ist ein Zombie. Lass uns nach oben weitergehen erstmal. Das Haus, da gehen wir lieber nicht rein. Aber wir sind auch schon wieder bei 14 Minuten. Ja, ich glaube, wir machen jetzt erst eine Pause, oder? Das können wir machen, ja. Sollen wir wieder ins Haus gehen, wo wir sicher sind? Komm, wir gehen mal in dieses linke hier. Nee, da sind Zombies schon drin, da sieht man noch. Ja, okay. Nachher locken wir den. Bei dem anderen hast du mir gesagt, sind zwei hier drin. Dann bleibe ich lieber hier mitten auf dem Weg stehen. Aber die sind eingeschlossen. Okay, aber irgendwann haben wir die Tür auch. Wir können ja nach oben gehen. Okay. Oben waren keine. Ja, die Tür war zu, ne? Dann müssen wir außen rum. Wir könnten ja auch rein theoretisch eine Bratpfanne ausrüsten. Nicht mehr ausrüsten. Das reicht. Und dann gibt's ein bisschen was. Ja, ich habe noch keine Bratpfanne gefunden. Also solange es noch fließendes Wasser gibt, ich fülle jetzt gerade mal alle leeren Behältnisse. Na, auf. Das hat ja gut geklappt, ne? Kommt man da nicht so rein? Ich habe, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt. Naja. Ja, das war nicht so dolle. Was passiert? Ist Knolle wieder tot? Ja, und der Knolle hat das Fenster eingeschlagen, anstatt aufzumachen.
Kommen oben ins Badezimmer, machen mal zu und ist gut. Ich bekämpfe gerade Zombies. Du gehst einfach nach oben weg. Ah, den Pullover, den nehme ich schon mal mit. Und bevor ich was mache, zerreiße ich den auch schon. Ist immer besser, schon die Stoffwitzen gleich parat zu haben. So, beide tot. Gut. Ohrringe, ja. Die nehme ich erstmal mit. So, ich habe ein bisschen Wasservorrat in den Kühlschrank gelegt. Okay, da muss ja auch noch Gießkanne voll Wasser sein eigentlich. Ja, die habe ich auch gefunden. Da habe ich versucht, das Feuer mitzulöschen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. So, also ich bin jetzt sicher. Bist du im Haus, bei uns hier oder wo? Ja, ich bin auf der Toilette. Wo ist denn die Toilette hier? Unten da, wo die zwei Zombies drin waren. Hat jemand die Tür aufgemacht. Wo geht das denn? Ach, von da aus, alles klar. Ja, Louis, dann lass uns jetzt erstmal unterbrechen. Genau. So, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.